Am Freitag eröffnen wir hier die neue Dauerausstellung zu Otto von Linn, der in seinem Leben auf dem dritten Kreuzzug war und von da ganz viele Ideen mitgebracht hat. Und die stellen wir hier in der neuen Dauerausstellung vor. Auch Otto schloss sich den Kreuzzügen an, weil er ein sehr frommer Mann war, weil er fürs Jenseits vorsorgen wollte und eine Möglichkeit, einen festen Platz im Paradies sich zu erarbeiten, war eben die Teilnahme an den Kreuzzügen. Gerade für die Ritter war das wichtig. Sie haben die Ausstattung mitgebracht, sie haben auch Leute mitgebracht. Er zog dann mit Kaiser Barbarossa und Richard Löwenherz über Byzanz nach Jerusalem, um Jerusalem für die Christenheit wieder zurückzuerobern. Otto ist der erste uns namentlich bekannte Besitzer der Burg Linn. Er lebte um die Jahrhundertwende von 1100 zu 1200. In der Ausstellung sieht man jetzt zum ersten Mal in Burg Linn auch die Entwicklungsgeschichte der frühen Burgphasen und kann sich ein total gutes Bild davon machen, wie man hier einfach gelebt hat zu der Zeit. Dass das kein höfischer Großplatz war, wo ganz viel 26-Gang-Menüs gefeiert wurden, sondern dass das eigentlich ein sehr einfaches Leben mit einer einfachen Besatzung in der Burg war. Was dann schon? Rüber so dicker.